So, ja, herzlich willkommen zu Part 6. Was ist anders? Mein Helm, wie ihr gesehen habt. Den habe ich jetzt bei den Übungsfahrten freigeschaltet. Jetzt haben wir da auch einheitlich grün auf grün mit den Handschuhen. Da ist die einzige Veränderung. E-Mails haben wir schon geschaut, das passt. Und da gehen wir schon nach Ostien. Testfahrten habe ich erledigt. Mit der MotoGP bin ich noch nicht gefahren. Aber das werde ich spätestens nach dem Grand Prix hier auf jeden Fall gleich einmal nachholen, wenn ich schon mal da ein bisschen drin bin. Wird sicher lustig. So, jetzt sind wir mal hingeflogen. Jetzt schauen wir mal, was Neues gibt. E-Mails. Vorgaben. Erster Platz. Na, wie kommt er denn da drauf? Na, das ist auch nicht schlecht. Gab's mal KS? Ja, glaube ich. Na, das ist nicht schlecht. Na, das ist nicht schlecht. Na, da gehen wir gleich einmal rein. Realistisch. Genau. Alex Marquez als Gegner. Ja, ich glaube, ich werde heute mal aus Testzwecken eventuell das Qualifying mal rausschneiden. Willkommen und hallo zum ersten Mal im Kalender Austin in Texas. Hier ist alles bereit für den Start des Qualifyings, das darüber entscheiden wird, wer morgen auf der Pole Position an den Start gehen wird. Die Wettervorhersage liefert Grund für Optimismus. Laut letzten Berichten dürfen wir mit wolkenlosem Himmel im gesamten Tagesverlauf rechnen. Sehr gut. Mal aus Testzwecken, ich werde hier mal das Qualifying fahren und werde, glaube ich, nicht hochladen, weil ich finde, das ist nicht wirklich so spannend, glaube ich, vom Gefühl her, beim Zuschauen. Ich werde dann gleich direkt ins Racer mal springen aus Testzwecken. Vielleicht kann mir aber reinschreiben, wer dann unbedingt das Qualifying doch sehen will. Oder wenn es egal ist, oder wer sagt, ja, das ist wirklich besser. Vielleicht kann da der eine oder andere mir einen Einzeiler quasi mitteilen. Wenn es egal ist, ja, der schreibt wahrscheinlich eh nichts. Und wer unbedingt beim Qualifying auch dabei sein will, gibt mir vielleicht eine kurze Info. Oder schreibt von mir aus nur Quali rein, reicht auch schon. Ah, okay, jetzt sind wir bei WM, sind wir da beim Rausfahren immer dabei, na, immerhin. Also ich werde, wenn, dann jetzt dann abbrechen und für diesen Part nochmal, und wenn es gewünscht ist, kommt dann das Qualifying auf jeden Fall wieder. Hier fahre ich es mal kurz alleine und werde das jetzt rausschneiden und ja. Ihr seht dann mich wieder in der Box kurz vor dem Rennen. Bis bald, ciao ciao. So, da bin ich wieder. Habe jetzt eh nur quasi eine schnelle Runde gedreht. P4, da bin ich schon einmal zufrieden. Wieder eine Sekunde, eins zurück. Ja, da müsste ich jetzt noch ein paar Runden drehen, dass ich da eventuell rankomme. Die sind auch im Hundertstelbereich. Von dem her wäre, wenn der einer jetzt 0,5 hätte, der dritte oder so, dann sage ich vielleicht, okay, könnte man probieren. Aber so lassen wir das. Ich hoffe, das ist auch okay so mit dem Quali. Ich glaube, weiß nicht, die Runde, ob das wirklich so aufregend ist dann zum Zuschauen. Und in dem Fall lasse ich nur die, ja, gut, die Aufwärmrunde und dann eine schnelle. Aber wie gesagt, wer es unbedingt sehen will, schreibt es einfach rein und die anderen müssen ja nichts reinschreiben. Danke dafür, für die Info für mich. Ja, jetzt wird es dann auf jeden Fall interessant, wenn dann Jonas Folger und alle anderen dazukommen, dann wird hier das Loch hier von, ja, ist unglaublich, von dritten auf den fünften, 2 Sekunden. Das ist ja unglaublich. Dann geht's eigentlich, das sind ja drei hier, Marquez, Sissis, Karudin, ja, das ist das Verfolgerfeld, den ich mit den vorderen drei ganz mitkommen. Und dann der Abstand, ja, immerhin auch 6 Zehntel auf Vinales, Webb, Antonelli, Fenati, das ist so das zweite Mittelfeld. Ja, bis Fenati, dann Binder ist schon ein bisschen langsamer mit McPhee und so.
Aber da gehört das Loch auf jeden Fall noch gestopft quasi. Aber da kommen auf jeden Fall... Wenn dann die anderen dazukommen, wird das sicher da ein bisschen besser. Ja, dann werden wir das einfach noch vorgeben. Ich glaube nicht, dass mich da jetzt noch einer einholt. Vorspulen und... Ja, Marquez da doch noch auf Platz 5. Oder war das vorher auch? Weiß jetzt gar nicht. Egal, jetzt ist es auf jeden Fall. Ist soeben beendet. Während die Fahrer in die Boxen zurückkehren, schauen wir uns die Resultate und damit die Startaufstellung für den morgen stattfindenden Grand Prix an. Am Morgen ist der Grand Prix. Ah, ich schlecht auch nicht gewusst. Neues Video, aha. Red Bull KTM Eier, ja, für meine Testfahrten ist das sehr gut, dass das freigeschalten ist. Bin ja vorher immer mit den Rinz und Marquez die Testfahrten gefahren. Muss ja das gleiche Team von der Stärke her haben. Aus den USA zu einer Live-Übertragung der Moto3-Klasse auf der Rennstrecke von Austin. Ja. Jetzt kann ich endlich mit dem Motorrad die Testfahrten machen, obwohl jetzt andere ist eh im Prinzip das gleiche, das geht schon. Ja, dann gehen wir auch gleich rein, hätte ich gesagt. Start frei. Wieder von der 4. Ja, Vorgabe, Sieg. Wird schwer werden. Du schaust auf jeden Fall gar nicht Sinn, dass du da beschleunigt. Oh, wieder alles. Leichte Probleme. Das Fahrrad aufgestanden. Rinz zieht da schon rein. Oh, Marquez gibt uns sogar keine mit, glaube ich. Müssen wir die Anfangsverwirrung noch ein bisschen probieren. Und Salon erster, unglaublich. Ah, sorry, da bin ich, ja, das ist mit Umlenken gar nicht so einfach, aber es ist, das Abkürzen ist im Prinzip eingeschaltet, also es ist noch im Rahmen des Erlaubten, da leicht am Roten. Versuch's möglichst zu vermeiden, aber wenn ich da mal umgelenkt habe, kann ich eigentlich dann quasi fast nicht mehr switchen. Da ist ja Marquez, zweiter, unglaublich. Ja super, genau, unser Gegner ist heute mal wieder stark. Gibt's ja nicht. Ja, aber dann werden sie, glaube ich, schon wieder einholen, obwohl den Speed hat er da jetzt. Aber von dem her wird es wohl nicht scheitern. Sieht er da noch vor? Maspu hinten mit einem Crash, lässt man da. War ja auch einmal unser Gegner. Haut er das Motorrad weg. Unglaublich beim Anbremsen hier. Ja, da hat er wohl jetzt heute mal ein bisschen zu viel riskiert. Da will er vorne mit dabei sein und dann schmeißt es weg und wir sind auf einmal auch schon der Vierter von der Schreck. Ah, anscheinend dem Sektor mit Kater. Ist ein schneller Weg. Na gut, auf schwer, auf ganz schwer jetzt, auf realistisch habe ich es noch nicht probiert. Im Rennen, das war nur auf schwer, nicht auf realistisch. Oh, ja, super, flotter Rennen wieder. Deswegen weiß ich gar nicht, jetzt sticht da wieder Kerudin rein und kostet uns wieder den Sprung hier. Ah, super, fahre ich mit drauf. Hier drei KTM-Piloten. Und zwischendurch. So, glaube ich, da sind wieder mir ein bisschen, hier ein bisschen neun Runden müssen wir fahren, ja. Dann könnten wir gut dabei sein. Wenn wir es halbwegs gut erwischen. Soweit. Ja, die da oben ist dann gemein. Ah, die wird mit der MotoGP, wird die auch genial. Ah, schlecht, gut verloren. Da muss man irgendwie Schwung mitnehmen. Ah, ist gar nicht einmal so schlecht gelungen hier. Gegen Alex Rinz. Ein bisheriges Testmotorrad. Oh, da gibt uns eine hinten mit Rinz, ja. Ja, Rinz, das merkt man sich. Ja, alles im Windschatten holen. Ah, schade.
hier nach der langen Geraden. Oh, die sind aber auch auf der letzten, ich denke es mal, auch auf der letzten Rille auf der Bremse beide gewesen. Ich denke mal, das sieht aber spät drauf. Da haben sie beide ganz spät gebremst. Ja, wenn sie vielleicht normal bremsen, könnte es vielleicht sogar interessant werden. Oh weh, da haben wir einmal. Ah, das wird zu knapp. Haben wir da zu viel gehört, ja, das ist jetzt gut, jetzt heißt es aufpassen. Hier wieder noch einmal abkürzen, heißt Durchfahrtsstrafe. Die Ausgabe ist doch relativ egal. Wollen uns da keiner hinterher fährt. Ja, rausgekommen gar nicht so schlecht. Ja, das geht eigentlich mit Speed. Also auf der langen Gegengeraden eigentlich gibt es da mehr Probleme. Da gibt man so eine mit hier, uns quasi seinen Teamkollegen. Ja, da zieht er aber schön davon. Oh, was heißt da jetzt? Ja, da gehen wir in meine Retour. Ganz klar. Aufpassen da, ja, dass man nicht zu sehr. Oh, da kommt er schon wieder. Ah, hat er gut gemacht. Man noch früher umlegen, ja, und durch den kleinen Fehler hat uns Maverick schon wieder zurück überholt. Einen Ticken zu spät nach links umgelegt und schon ist er da. Wir werden zum Schluss schauen, wo Maverick... da hinten ist ja der gelbe Punkt, ja, so weit ist er gar nicht weg. Ist noch relativ gut in den Punkten, Marquez. Also wollen wir da noch ein bisschen besseren Topspeed wie anscheinend. Schauen wir mal, wann er bremst. Ja, das ist natürlich jetzt hinten. Maverick muss noch einmal antauchen, mit dem haben wir natürlich jetzt nicht ganz gerechnet. Und jetzt kommt er da noch vorbei. So, wir zwingen uns noch einmal kurz durch. Ja, jetzt macht er ihnen schön zu, aber... Wir können dann noch einmal unsere Tour kämpfen. Ah, wieder ein geiler Kampf. Sehe ich schon bis zum Ende sicher. Ah, genau. Bescheiden. Ich dachte, das geht sich schön aus. Das ist sehr unglaublich. Warum merke ich mal die nie? Also aufpassen. Ja, genau, da kommt er schon. Ja, das ist so viel schneller, so, da gehen wir gleich mal vorbei. Aber er bekommt dann mehr Ding. Ah, da hat eine andere Dresse hier. Von der Marke her. Und da ist Rienz plötzlich. Der hat mich da geschockt. Wo kommt der her? Ja, durch unsere leichten Probleme ist er dann Zweikampf oder Dreikampf, was eigentlich war. Und dann natürlich aufschließen. Jetzt kann ich hier meinen Speed... Ja, geht noch. Kann ich so ausfahren, weil meistens einer im Weg ist da. Die Kurve ist wieder meine. Und dann kommt er da wieder schön dagegen. Zu dem Kollege. Ja, und wieder jeder Fehler. Jetzt wieder... Ja, da kommt Rins diesmal, ja. Kennt mich aber hier wieder... Ah, trägt uns raus hier. Was ist mit ihm? Da bremst du später. Ja, wieder alles ist da hin. Ja, wahrscheinlich Kerudin auf der 5. Schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Rückstand. Maverick zieht da rein, aha, Ende der Stadt ziehen, aber ist, ja, das kann man sich merken, aber da war er natürlich so spät, dass er nicht viel gebracht hat. Ah, und geht da zu weit draußen. Ja,
gleich wieder Dakota. Meine Runde ist schon sehr lang, aber wenn wir hier einmal eine saubere, komplette hinbekommen, werden wir wahrscheinlich eben schnellste sogar. Aber das ist eben das Geheimnis hier, vor allem Zweikampf und Rins plötzlich, ja, erster noch immer. Salon zieht da rein und bremst dann genau in der Ideallinie sich rein. Da ist er schon. Ja, ich schon. Da rennt vorbei, ja. Er hat ein bisschen mehr Top-Speed, der Top-Pilot hier für uns. Hat er irgendwie mehr Speed bekommen? Oh, Team oder keine Ahnung, vielleicht im Setup-Pair natürlich, das kann auch sein. Hat die Gänge ein bisschen anders eingestellt. Da sind wir hier drauf dabei. Ui, da zieht er wieder. Ui, nein. Was? Unfall? Oh. Ja, komm. Was war da? Ah, da bin ich wieder reingefahren wahrscheinlich. Das war meine Schuld. Nicht nur ich, sondern auch die KI bekommen. Und jetzt blöd runtergelaufen ist eine Wiederholung gesponsert. Speziell jetzt, wenn ich im Schub bin. So, jetzt haben wir das einmal ein bisschen besser hinter erwischt, das ist auch wichtig. Runde 5 von 9, ja. Ein geiler Grand Prix, ja, 100% hier mit voller Fahrerbesetzung. Irgendwann einmal in irgendeiner Klasse, schauen wir mal. Werden wir das sicher auch machen. Und eine Möglichkeit ist auch natürlich alles einmal in 50% gut fahren. Dann eine weitere Saison und eine weitere Karriere mit 100%. Fahren, das werden wir aber dann noch alles sehen. Entweder bin ich dann setup-mäßig zu blöd und da sticht er schon wieder rein, wie alles. Jetzt hat er doch noch besser gemacht. Er hat auf der Bremse auch nicht am Start. Ja, wir sind noch da. Ja, jetzt blockt er uns schön hier. Ah, jetzt haben wir ihn wieder. Ah, und kommen dann nach vorne ein bisschen an wieder, Salon. Auf der Verfolgung von Rins. Das war viel besser erwischt. Warte, wenn hier alles reinsticht, ne, passt. Und raus beschleunigen, ja, das wird von mir wahrscheinlich vom Gang her ein bisschen anders müssen. Ich habe aber das Original lassen. Geht's hier 2, 3, 4, geht gut raus, 5, 6, bin ich dann noch ein bisschen zu langsam, Endgeschwindigkeit anscheinend. Ja, aber da 3, 4 ist irgendwie nicht so schlecht hier, in den Kurven, wenn wir da ein bisschen besser sind. Schöner Maverick. Jetzt habe ich leider ein bisschen eine schlechte Linie erwischt. Ja, Salon wollen wir jetzt auch nicht zu sehr attackieren, eher da Lineale ist ein bisschen, dass der unser Teamkollege nicht attackiert. Das war jetzt wieder eher bescheiden gefahren leider. Da geht es ja fast so rund wie in der echten Moto 3. Zwar nicht ganz so vom Körperkontakt her, aber jetzt von den Überholmanövern. Aktuell haben wir da jetzt ein bisschen Kürzung gezogen, bei dem Vierkampf quasi. Schauen wir mal. Danke, Sechster, Sissis, Siebter. Der wird jetzt alle noch ein bisschen überholt. So gut.
Aber jetzt können wir zumindest komplett frei fahren und schauen wir mal. Die sind ein bisschen im Zweikampf, das ist gut für uns. Schaut aus, als wäre Vignale schneller als der Lombok leider. Wenn, dann müssen wir dann natürlich zu unserem Teamkollegen halten. Wenn schon. Aber wir sind wieder dran, sehr gut. Sonst bleiben wir lieber außen, dass uns keiner abschießt. Ah, und wenn ihr alles gibt, Salon, meine kleine Mit. Beide langsam geworden, wir vorbei. Sehr gut. Wunderbar. Noch drei Runden. Die siebte, die achte, die neunte. Ja, und Profiteur ist ganz klar Rins vorne. Ja, super, wenn ihr alles fährt uns rein. Aber Gott sei Dank kein Sturz immerhin. Ich hoffe jetzt, dass es ihn so ausgekostet hat. Ich glaube, Speed her wäre Vignales, glaube ich, der schnellste. Jetzt, da glaubt man, es geht sich schön aus, dass man da vielleicht mit Schwung wunderschön durchkommt. Und dann doch nicht ganz. Ja, jetzt haben wir dazu gewartet, Freundchen. Den trinken wir schon, aber den können wir auch nicht, okay? Der war nicht schlecht, ja? Okay, danke. Und der nächste Gegner gelernt. Sticht er wieder hier innen sauber durch? Kollege, er hat natürlich nicht so seine Position dahergeben, seine erste. Ich habe ihn alles leichten Rückstand, ich muss halt wieder mal aufholen. Ah, ich glaube, jetzt sind wir ganz recht angekommen, jetzt kostet uns das natürlich nicht Sprung. Ich glaube, da können wir ein bisschen in Windschatten mitfahren und für das Glück gewinnen. Ich bin alles braucht sicher noch ein bisschen, bis er wieder rankommt, die eine oder andere Runde, aber dann ist schon fast die letzte nochmal. Also wir haben noch weiter Zweikampf. Ein geiles Rennen, muss ich sagen. Also mir gefällt es persönlich bis jetzt sehr geil, die ersten zwei Rennen hier. Ja, mit dem Körpereinsatz auch von beiden Seiten. Aber im Prinzip im Großen und Ganzen nichts Unfaires dabei eigentlich. Leichte Rennplan, ja, gibt es auch von beiden Seiten. Also. Vertreten. So, Rins. Ah, jetzt wird er gut durchgekommen. Kann jetzt auch keiner attackieren. Er fährt ein solides Tempo, Rins, aber der schnellste ist er glaube ich nicht. Aber er hält sich von den Gröbsten raus. Momentan. Das wäre natürlich geil, wenn wir hier in ihn rankommen und die anderen ein bisschen abschütteln könnten. Einfahrt verschlafen. Ja, hier Ziel Platz 1 motiviert uns gleich extrem, dass wir gleich wirklich da um die 1 mitfahren. Oh, ja. Ich muss ja gleich mit dem Gas geben. Also ob das was hilft, dann wirklich abkürzt und man geht da vom Gas. Und dann die Verwarnung nicht ausgesprochen bekommt. Und ein schöner Salon. Ich würde sagen, fahr weiter, Maverick, Vignales, kommt da von hinten, oder? Ah, da hat jetzt, nach dem Zweikampf wieder hat er da eine leichte Beschädigung, oder hat er es wieder aufgegeben, oder keine Ahnung, oder ist ein Reifen im Arsch? Da rede ich noch Zweikampf im fairen Bereich. Da haben wir auch eine bekommen, die war nicht so fair war. So, so lange, ja, man könnte ihn natürlich hier KI-mäßig da vorweg und abdrängen und nicht vorbeilassen, aber wir wollen hier ein relativ realistischen Grand Prix so halbwegs gut wie es geht schaffen. Ja, absolut auf der letzten Rille, unglaublich, da gibt es auch keine Chance in der Tour zu stehen. Also noch eine heiße letzte Runde. Also könnte unser erster Protest werden, gleich im zweiten Rennen. Sieg wird schwer, glaube ich. Natürlich nicht ganz unmöglich, so, der war auch nicht schlecht für uns.
Ah, da kommen wir auch ein bisschen besser durch. Ja, mit viel Glück, wenn wir hier ganz knapp dran sind, ja, können wir hier vorbei und dann möglicherweise den Sieg machen. Ich habe vorne die Ziellinie, wenn alles täuscht, ja. Das wäre ein bisschen zu wenig, aber vom Speed her bis zur Ziellinie würde sich ausgehen, dass wir ein bisschen schneller sind wie Rins. Ja, Rins ist nicht so schnell vom Speed her eigentlich. Das war wichtig, dass er jetzt da abschießt. Da konzentriere ich mich quasi auf zurück. Sorry. Und gehe dann von der Bremse. Ich schaue da, ob von hinten irgendwer kommt. Deswegen wollte ich da ein bisschen mehr Schwung mitnehmen und dann fährt aber der und bleibt fast stehen vorne Rins. Ja, denn seine Reifen sind auch nicht mehr die besten, glaube ich. Geht noch hinten. Ja, Kampf hier um P1. Oh. Schauen wir, wer besseren Speed hat. Jetzt doch wieder Rins. Ja, absolut geniales Rennen bitte hier. Ja, da war aber viel zu spät, da fährt er raus, Salom. Der riskiert er sogar gegen eigenen Teamkollegen, weil er natürlich für meins sein will, keine Frage. Ja, jetzt schaut's gut aus. Erster. Ich glaub's nicht, wir sind Erster. Keine blöde Aktion von Rins. Nein, passt. Oh, da ist er. Das geht sich aus. Yes! Sieg für Bernie Baum auf der Red Bull KTM. Da sind wir aus dem. Ja, schaut sicher von außen auch geil aus hier in der Wiederholung. Das Rennen. Ah, die Höhepunkte, ja. Ah, die Höhepunkte sind eigentlich auch nicht so schlecht, genau. Terminales immer wieder mit Kontakten hier. Ja, jetzt sehen wir auch das erste Mal das Podest, ja hier, da ist uns gleich ein bisschen angefahren wieder hier. Maverick, Vinales, da ist er innen durch, ja. Noch ein Höhepunkt, ja, und da steht uns noch hinterher drauf. Das ist... Ja, Stadt. Also das, was wir beide auf einmal, glaube ich, überholt haben, ja genau. So, noch eine gute Aktion. Ah, da sticht er innen rein, ja, das war eigentlich ein schönes Übermanöver und da schießt uns hier Vinales fast ab, das war das, was ihn wieder was gekostet hat. Da wundern wir das mein Motorrad nicht, ich habe Schaden eingeschaltet, der ein bisschen beschädigt ist, aber Maverick Vinales Motorrad könnte da ein bisschen Schaden genommen haben. Der hat dann nicht mehr auf uns und auf Salom aufgeschlossen. Könnte sein, dass da an der Vorderachse Dämpfung irgendwas leicht beschädigt wurde. Oder auch an der Bremse vielleicht, möglicherweise leicht. Reicht ja schon, wenn es nur leicht ist. Die Champions. Ja, lassen wir mal. Park Vermee, aber Bernie Baum, Rins, Salom, Vinales, Kai Rudin, ja, Alex Marquez mit seinem Sturz noch auf 6 gut bedient. Ja, eigentlich top dabei. Sissis, Ayo Web. Jetzt weiß ich es gar nicht. Ja, im Endeffekt Kerudin wieder vor Sissis. Marquez hat einen Puffer gehabt, okay.
Nein, da kann Ausgang 16 verkehren. So, gehen wir weiter. Oh, wir klettern auf P2 durch den Sieg hier. 2 Punkte Rückstand auf Rins in der Gesamtwertung. Da sind wir doch am richtigen Weg, aber so einfach wird es nicht auf jeder Strecke werden. Gleich viele Punkte Execo im Übrigen wie Maverick Vinales. Dann Salom 8 Punkte, Kerubin 19, Marquez 19, Sissis 22. Und so weiter und so fort. Also die Top 3 sieht man hier, also die Top 4 mit mir jetzt. Absolute Spannung pur hier. Ja, Salom witzigerweise sogar am schlechtesten von den Punkten her. Und KTM. Ja, anscheinend, so wie es da jetzt ausschaut, zählt dann nur das beste Motorrad. So hätte ich das jetzt auch verstanden. Aha, Kalex KTM, ja genau, Mahindra, ja auch nicht dabei. Aber jetzt ist da in der Wertung. So, jetzt kriegen wir wieder mächtig Punkte hoffentlich. Und klar, ah, eine Karaus kann man freigeschalten. Ja, okay, das ist nicht so schwierig. Die Schwierigkeitsbonus realistisch gibt es 0 Punkte. Das finde ich auch nicht schlecht. Und 64.818 Fans. Den Jubel der Menge und seiner Mechaniker hat er sich redlich verdient. Er hat das Tempo des Rennens bestimmt. Niemand konnte mit ihm Schritt halten. Naja, würde ich jetzt nicht so sagen. Ja, das war's leider. Leider keine Siegerehrung, das finde ich schon schade. Kurz den Pokal, die Übergabe, dass das Video nicht möglich ist, hier so 2-3 kurze Clips, dass nicht immer komplett das gleiche wäre. Das ist mir wieder mal ein bisschen ein Rätsel, warum das nicht funktioniert. So, schauen wir uns noch gleich die E-Mails an. Frieden, wir sind am besten zufrieden. So. Keresin. Deine Leistung in den Zeigen Boxengasse schwer weiter und wir wissen bei den Zeigen. Okay. Wissen wir, genau. Teaminteresse haben wir da jetzt irgendwo schon zufälligerweise ein Moto 2 Motorrad. Nein, so schnell wird es nicht gehen, glaube ich. Das wird mir meine Managerin wohl mitteilen, wenn es soweit ist. So, wo sind wir noch? Ah, Scott! So, Andrea Divizioso, da bist du wohl heute mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Wir sehen hier einen zukünftigen Champion, Glückwunsch Bernie. Scott Redding schreibt uns auch, ein großer Sieg heute, du bist wirklich klasse gefahren. Esteve Rabat, was für ein Rennen, Bernie, ich habe nicht geglaubt, dass du dich in der Moto3 so schnell eingewöhnen würdest. Ja, Rabat, der Teamkollege von Espargaro in der Moto2. Andrea Marazzo, Sieg Bernie, Schelling. Können wir kurz reinlesen. Ja, dass uns da hier gleich Dovizioso hier mailt. Scott Redding und Esteve Rabat, auch nicht schlecht. Zumindest habe ich es jetzt das erste Mal gesehen. Na wunderbar. So, MotoGP. Ah, jetzt sind wir leider das Rennergebnis nicht, aber Dani Pedrosa ist vor Marc Marquez und Valentino Rossi und dann Jorge, was ist mit Jorge Lorenzo, nur Vierter. Die beiden Hondas ziehen davon, Crutchlow, Prado, Bautista. Kurzen Blick immer, schauen wir kurz in die Moto2, Redding. Redding, da schon 14 Punkte vor Nakagami und Paul Espargaro, ja gut, gleich viele Punkte im Nakagami. Kallio Lüthi, Egetar. Ja, also Redding schaut gut aus. Da muss ich Espargaro zusammenreißen. Und das wissen wir eh. Dann schauen wir noch kurz in die Zeitung. Marquez Performance von Marquez. Weiterer Erfolg in Austin. Ja, die Hondas sind sehr gut drauf. Schauen momentan stärker aus wie die Yamaha. Zumindest wie Lorenzo. Der hat einen, anscheinend einen bisschen schlechten Start erwischt. Aber das werden wir natürlich auch weiter verfolgen, wie das weitergeht. Im Dreikampf triumphiert Redding gefolgt von Nakagami als Espargaro. Ja, schade, dass ich nicht auf der Zeit bin. Es ist natürlich auf der Bike Today. Aber es ist natürlich immer der MotoGP ganz oben. Keine Frage. Ja, hier Platz 1. Unglaublich. Das war's aus Austin. Wirklich ein geiler Grand Prix, muss ich doch wieder sagen. Schauen wir mal kurz vielleicht den Kalender. Jerez, den kennen wir ja eh schon.
Dann Le Mans können wir noch nicht. Also die Rest, da brauchen wir wieder nicht viel üben, das passt. Da kann ich dann morgen in der Früh oder so gleich einmal eins bringen auf die Schnelle. Mugello können wir ja auch. Katalonien können wir auch. Sehr gut. Sachsenring können wir. Laguna Seca bin ich mal kurz MotoGP angetestet. Das war auch hardcore. Da können wir die Strecke auch. Da brauchen wir noch ein bisschen die Bremspunkte dann schauen. Indianapolis. Ja, ah, das ist ja verkehrter Kurs, das bin ich noch nie gefahren. Ich bin nur Formel 1 die normale Runde gefahren, aber MotoGP, also Motorrad, die fahren ja die verkehrte Runde. Und auch ein bisschen anders die Kurssetzung. Ja, da muss ich mich ein bisschen reinarbeiten. Brunner bin ich auch gespannt, das war SBK auch schon nicht so schlecht eigentlich. Das ist auch ein geiler Kurs. So, ja, danke fürs Zuschauen. Das war's aus Austin. Bis bald und ciao, ciao.